Willkommen zurück zu Mario Golf Super Rush. So, wir wollen jetzt hier wieder punkten. Und klar, jetzt haben die schon wieder einen Vorsprung, aber auch nur, weil ich jetzt eben gerade nicht wusste, was ich drücken musste. Was gibt's nicht? Warum bin ich nicht auf dem Grün gelandet? Ah. Ach nee. Komm rein. Ja, Paar, aber hat leider nicht gereicht für das, was ich haben wollte. Wobei, gut, ich führe immer noch. Das ist schön. Okay, ein bisschen nach links, ist aber halb so schlimm. Ach, hoho. Warum habe ich eigentlich kein Herz bekommen? Voll beschiss. Oh, das ist jetzt fies. Nee, da muss ich dahin. Da muss ich dahin. Der könnte funktionieren. Nein. Oh, shit. Für uns spielbar erklären. Oh, das war jetzt ärgerlich. Das war jetzt ein unnötiger Schlag, weil der so blöd gelandet ist. Und warum landet der jetzt zum Beispiel im... dem da? Im Bunker. Gut gerettet. Ja, super, aber leider nicht gut genug. Ah. Der war sauschlecht. Aber noch geschafft. Okay, gut. Dann geht's in die nächsten drei Runden rein. Und so, Münzen sammeln. Boah, der Pupu mit seinem Kreis ist echt gemeingefährlich. Ja, aber klar, dass ich wieder dran vorbeilaufe. Mann! Oh, Chuck, du hast mich abgelenkt. Nur ein paar. Okay, jetzt kommen wir zu den Strecken, die ich noch gar nicht kenne. Ah doch, die kenne ich auch schon. So. Ja.
So. Dann nehmen wir jetzt den Superschlag. So weit habe ich geschlagen. Oh Mann. Oh. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, ey. Der hat doch nur ein bisschen reinrollen müssen. So ganz kurz so reinkullern, so kluck, kluck. Okay. Jetzt kommen wir zu Strecken, die ich nicht kenne. Ah. Ja, was erwarte ich denn, Kaktus? Dass der etwa nicht wehtut? Warum ist er so weit geflogen? Au, 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 okay, ist drin. Jedenfalls Paar. Boah, die haben das in zwei Schlägen gemacht, das ist doch ärgerlich. Ist ja jede Etappe geschafft, aber es ist immer sauknapp. Oh. Geradeaus oder... So. Okay, Münzen. Oh, das ist doch fies. Und wenn ich dahin spiele... Ja, natürlich rennst du dran vorbei. Mit drei Schlägen. Er war zwar ein bisschen schneller, aber ich habe es mit weniger Schlägen geschafft. Der Chuck ist natürlich jetzt am langsamsten. Zwei Runden noch. Ja, moin, das ist ja eine Strecke. Wo schlägt ein Chuck hin? Das ist jetzt ein reiner Witz, ne?
Alter Buhu, du... Du kleiner Lutscher. Warum landet der denn da? Kann mir erstmal jemand sagen, warum der da einmal landet? Komm, rein da. Triple Bogey. Oh mein Gott. Der Buhu ist echt jetzt gerade mich am Abziehen mit 5 Sekunden. Oh nein. Okay, ein bisschen weiter rechts Wind, aber egal. Komm, schön auf dem Grün. Zum Igel. Nein! Nein, es war auch zu doll. Egal, Birdie. Er ist drin. Aber Buhu war jetzt doch schneller als ich. Nein, ich war... Ich hab's geschafft. Ja... Boah. Statt dem Bronze hast du nun das Silberabzeichen. Super, dafür erhältst du einen Preis von 1000 Münzen. Dein Spezialsprint hat sich verbessert. Okay, 4 Punkte verteilen. Ja. Ja, machen wir so, komm. So macht es Sinn. Yes! Du hast großartig gespielt, Trupple. Ich hatte eine prima Sicht auf deine Glanzvorstellung. Wie du über den Platz geflitzt bist, war schon beispielhaft. Test mit Bravour bestanden. Du bist nun hochoffiziell Halter eines Silberabzeichens. Das wird ganz sicher neue Türen öffnen. Zum Beispiel steht dir jetzt der anerkanntermaßen knifflige Kurs von Wetterwald offen. Bin ganz gespannt, wie du mit dem zurechtkommst. Okay, Wetterwald. Naja. Und da geht es wohin? Dahin? Ja. Und dann hier hoch. Okay. Willkommen im Wetterwald. Dir ist sicher bewusst, dass hier nur Spieler mit Silberabzeichen antreten dürfen. Wolltest du dich für eine Runde Golf anmelden? Alles klar. Dürfte ich bitte deinen Blick auf dein Abzeichen werfen? Ja? Hallo, Trupple. Immer hereinspaziert.
Okay, es regnet. Das heißt also, jetzt kommt auch noch Witterung dazu. Eine Sache noch. Man kann alles, was unser Clubhaus zu bieten hat, nur nutzen, wenn man seine Golfkünste auf dem Platz unter Beweis gestellt hat. In diesem Sinne, viel Glück. Okay. Muss aber anscheinend erstmal ins Haus rein. Nein. Oh. Ja, du wolltest gerade ausrennen, aber nein, er hat die Kamera gedreht. Also beachte das bitte beim nächsten Mal, ja? Danke. Da kann ich mich anmelden. Hier haben wir überall Türen. Hier scheint ein Ausgang zu sein. Da ist auch eine Tür, da ist auch eine Tür. Mir ist zu Ohren gekommen, dass auch benachbarte Golfkurse unter extremen Wetterlagen leiden. Ob es da wohl Zusammenhänge gibt? Der Regen will einfach nicht nachlassen. Manchmal ist es so stark, dass Regenschirme unter der Wasserlast einfach einknicken. Oh, hallo, die Clubmitglieder kenne ich ja alle. Aber du bist dann wohl hier, um das Turnier zu spielen, oder? Tja, ich muss leider zugeben, dass wir wegen des, nun ja, resoluten Wetters das Turnier immer wieder verschieben müssen. Du kannst gerne Übungsrunden spielen, aber wenn es zu donnern anfängt, geh lieber in Deckung. Wunder dich nicht, wenn du hier zwei Typen mit komischen Schnauzen herumstolpern siehst, die ganz schön verkokelt aussehen. Die beiden sind einfach hart im Nehmen. Du bist neu hier, oder? Dann kennst du bestimmt auch nicht unsere prachtvolle Statue vom großen Helden mit Schwert. Die solltest du dir mal ansehen. Sie befindet sich hinten auf einer kleinen Lichtung, die die Front 9 mit dem Back 9 verbindet. Jener Held soll einst unsere Heimat von dem Untergang beschützt haben. Diese wunderschöne Statue ist unser ganzer Stolz hier im Wetterwald. Und das ist nicht nur so dahergesagt. Eine Linksstatue? Sind dir die beiden Gestalten aufgefallen, die neuerdings hier rumschleichen? Irgendetwas stimmt nicht mit denen. Und ich meine nicht ihre Golfhosen. Ob die beiden es vielleicht gar auf das Schwert des großen Helden abgesehen haben? Puh, vielleicht reichen zwei Toads am Eingang des Kurses doch nicht aus, um die Sicherheit zu gewährleisten. Haben wir es jetzt hier mit Link zu tun? Ganz ehrlich, ich habe da irgendwie ein richtig mulmiges Gefühl. Wieso? Na, Bowser hat doch oben auf Berg Buddhahut eine Ferienburg, wo er manchmal ein paar freie Tage verbringt und so. Und eigentlich sollte er im Moment gerade dort sein, aber dann sollte da oben kein Schnee liegen. Bowsers Macht des Feuers lässt nämlich schlummernde Vulkane aktiv werden und dann schneit es natürlich nicht. Wenn wir also annehmen, dass Bowser gerade wirklich auf dem Berg ist, dann ist da irgendetwas faul, oder? Okay, aber ich würde jetzt sagen, Typen mit Schnurren, naja. Wenn Bowser seine Ferienburg oben auf dem Berg besucht, schmilzt jeder Schnee dort in Sekunden weg. Gestern noch weiße Pracht und heute, zack, ein schneefreier Urlaubsvulkan der Bösewichte. Aber Moment, Bowser ist oben und trotzdem ist alles voll mit Schnee. Keine Ahnung, was sich da wohl gerade abspielt. Okay, das heißt also, irgendwas ist da los da oben. Das Wetter in letzter Zeit gibt einem so wirklich Rätsel auf. So viel Regen zur Trockenheit gab es hier noch nie. Pardon, aber leider hast du noch nicht deine Golfkönnen in den Übungsrunden unter Beweis gestellt. Man muss drei Löcher mit einem Score von 2 oder weniger schaffen. Oder besser schaffen, hä? Um unseren Pro-Shop nutzen zu dürfen. Alles klar, dann los und zeig mal, was du drauf hast. Und der Letzte hat zu sagen... Normalerweise spielen wir auf dem Wetterwaldkurs weder Speedgolf noch Crossroof-Golf. Dazu ist es hier einfach zu nass. An vielen Stellen hat sich das Wasser auf Flächen noch nicht zu verachteten Größen gesammelt. Das sind alles Penalty-Areas. Mit weiten Drives riskiert man da Strafschläge. Ich empfehle daher kurze und besonnene Spiel, etwa mit einem H5 oder HB6. H5? Oder HB6. Ein Einsteigerschläger, den du vom Caddy-Meister erhalten hast. So, was haben wir hier? Standardeisen, Standardeisen, Standardeisen. Lauftempo minus 1. Ich muss noch einen wegkriegen. Eigentlich ungerne den.
Aber gut. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trochot rein. Tschö, tschö.